Hallo und herzlich willkommen zur Folge 49 der Sims 4 100 Baby Challenge. Es ist gerade Abend, Nacht. Ich habe die Sims nach der letzten Folge, die ich gerade eben erst aufgenommen habe, schnell noch ins Bett gebracht. Einfach so, weil ja, das nicht so sehr interessant ist und wir dann jetzt hier direkt weitermachen können. Und aus irgendeinem Grund habe ich gerade gesehen, ist unser Garten gerade so einigermaßen am Sterben. Ich bin noch am Überlegen. Vielleicht sollten wir relativ bald mal jemanden wecken, der sich mal schnell um die sterbenden Pflanzen kümmert. Weil ich habe ein bisschen Schiss, dass sonst die ganze Arbeit hier umsonst war. Mal so ganz flott. Na, kannst du... Du bist fast schon ausgeschlafen. Okay. Dann kümmere dich mal gerade um den Garten, Miffilein. Yay, komm, Powergärtnern. Beeil dich! Miffi, los! Okay. Ich weiß gar nicht, ich dachte, wir hätten uns gestern um die Pflanzen gekümmert, aber anscheinend nicht. Oh, und... Das ist Doris Vater, der steht hier draußen vor der Tür. Okay. Wenn er denn meint. Und wir können eigentlich auch mal alles ernten. Steht der denn hier so rum? Ist das ein Vampirangriff? Ich habe keine Ahnung. Müssen wir schauen, wenn Dipsy zum Vampir wird und die Vampirfähigkeit erreicht, ob der uns vielleicht so einen Knoblauchkranz basteln kann. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Und heute ist Samstag und deshalb wollte ich mit Dipsy vielleicht auch nachher mal ein bisschen nach Forgotten Hollow und mit Caleb plaudern. Oho. Und auf einmal ist er bei uns. Warum? Caleb, du Creep. Geh weg. Geh weg. Okay. Danach kannst du... Oh, und Phoebe ist auch wach. Oh, einige Leute sind wach. Hoppala. Dann kannst du... Phoebe, was ist mit dir? Morgenübelkeit. Ja gut, was will man machen? Dann kannst du was essen und danach mal duschen, weil du müffelst. dann iss mal. Po, du kennst doch deine Mutter. Wir können doch jetzt nicht auf eine Party gehen. Also Mädchen, ernsthaft. Danach kannst du duschen. Dipsy kann auch mal eine Runde durchs Badezimmer drehen. SMS schicken, okay? Und danach was essen. Was wir natürlich machen könnten, wäre, wir bitten Caleb einfach ein bisschen hier zu bleiben und dann kann natürlich, könnte Dipsy versuchen, könnte Dipsy versuchen, den zu überreden, ihn zu beißen. Das, oh, wo ist er hin? Ja, wir stellen uns ihm gleich vor, das ist gut. Ich möchte halt trotzdem, dass Tinky Winky dafür nicht am Verhungern ist, damit er sich halt auch länger mit dem vielleicht unterhalten kann. Dann, wir haben uns vorgestellt, könnten wir jetzt vielleicht mal... Ach komm schon, Spiel, beeil dich mal. Ja, könnten wir jetzt vielleicht mal fragen, ob er abhängen möchte. Können wir mal kennenlernen. und wir müssen uns um die Kleinkinder kümmern. Hoppala. Bevor wir hier irgendwie... Wir können ihn gar nicht fragen, ob er Lust hat abzuhängen. Gut, dann müssen wir ihn einfach noch ein bisschen zulabern. Damit er dadurch bei uns bleibt. Und was ist mit den kleinen... Kind am Verhungern, Kind am Verhungern. Dann ist mal was, kleiner Kasper. Wie geht's? Adori, geht's gut? Okay. Kasper ist sehr hungrig. Ja, ich weiß. Ich weiß, oh, er ist ein Genießer. Haha. Hahaha. Okay. Pass auf, du kannst jetzt auch mal...
brauchst du jetzt nicht. Ich habe einen festen Plan für dich und ich möchte, dass du dich wenigstens so einigermaßen daran hältst. Wie läuft es jetzt mit euch beiden? Ganz okay. Und er ist in einer Sport... ich habe mich gerade ernsthaft ein wenig erschreckt. Und er ist, glaube ich, weg, oder? Nein, er ist bei uns zu Hause jetzt drin. Bewegungsfähigkeit erworben. Wir wollten Dori ja heute schauen, ob sie vielleicht das vervollständigen kann. Wo bist du jetzt? Pass auf, bevor du was isst, kannst du dich mal mit Caleb anfreunden. Freundlich vorstellen. Und du machst jetzt gerade Yoga. Okay, wo ist er hin? Oh, er kommt wieder zurück. Lässt du unser Kind runter? Ach nee, warte, das ist dein Kind. Es ist auch dein Kind. Ich denke, von daher ist es dann okay. Gut. Dann, Schatz, geh mal tanzen. Dann können wir mal lustige Geschichte erzählen. Über Interessen reden. Einfach mal so ein bisschen von Herzen kommendes Kompliment machen und so ein bisschen bei ihm einschmeicheln einfach. Warum wollen wir ihm immer nach Techtelmechtel fragen? Über Grillkäse reden? Wir können hier mal die Lautstärke runterstellen vielleicht. Niedrig, genau. Vampir-Lebensstil loben, genau. Und Phoebe, wenn du geduscht bist, kannst du mal irgendwas großes, realistisches Gemälde. No, und er nach Tag fragen. Nach Karriere fragen. Ach, das hat eben, naja, egal. Und er möchte Zeit mit Dori verbringen. Warum bist du denn wütend? Weil tanzwütig. Zu viel getanzt. Okay, dann versuch mal ein bisschen rumzurennen vielleicht. Mit Stapelblöcken spielen. Ah, das ist aber auch für die Motorikfähigkeit, oder? Mit Stapelblöcken spielen. Dann kannst du einmal herumlaufen und danach mit Stapelblöcken spielen. Turm bauen. Okay. Dipsy, machst du Fortschritte? Können vielleicht noch ein paar Mal lustig sein. Lustige Geschichte erzählen. Kennenlernen. Der scheint ja eigentlich echt okay zu sein. Insider-Story erzählen, das wollen wir ja ohnehin. Wie geht's denn? Dir geht's auch echt gut. Ohne unser Kind läuft Richtung Teich. Jeder andere würde jetzt sagen, Hilfe, aber naja, es ist Dori. Dori darf ruhig in die Nähe von Wasser. Bei Dori ist es okay. Jemanden parodieren. Einfach, dass wir uns mit ihm anfreunden. Nach Vampirgeschichte fragen. Das nähert sich doch elegant dem Thema an. Tiefgründige Unterhaltung. Und Dori läuft immer noch umher. Über Interessen reden. Komm, ihr zwei, ihr kriegt das hin. Denkfähigkeit erworben. Genieße. Mal hier gerade Teller tauschen, dann kann er vielleicht währenddessen auch noch genau die Macaroni essen. Ups. Sind jetzt in seinem Inventar? Ja. Okay, er tut jetzt so, als wäre er kein Vampir. Das ist natürlich Vampir-Lebensstil loben.
jemanden parodieren. Tag verschönern. Von Vampiren schwärmen. Wir müssten doch langsam auch mal mit ihm befreundet sein, oder? Da! Dori hat Level 5 erreicht. Ist Level 5 das höchste? Ja, das heißt, Dori ist das erste Kind, was direkt älter werden kann. Oh mein Gott. Und das ist irgendwie, das sieht voll krass aus. Dann ist der Hamburgerkuchen noch intakt oder ist der schon angeschnitten? Der ist noch ganz. Ach, da sind noch, weil da Kerzen drauf sind. Dann. Ah, nee, warte. Als hätte es Caleb gewusst, Kerzenhilfe von Tinky Winky. Dann kann Dori jetzt zum Kind werden. Yay! Und Tinky Winky wird hoffentlich zum Vampir. Nach Tag. Oh nein, geh nicht weg. Ach Mist. Geheimnis ausplaudern. Wir würden gern Vampir werden, aber pssst. Und er möchte sehen, wie Dori älter wird. Das kann man natürlich auch verstehen. Und Kasper hat an seinem ersten Tag auch schon Level 2 der Fantasiefähigkeit erreicht. Vielleicht können wir das ja alles öfter machen. Dann kannst du vielleicht mal... Formen kannst du noch gar nicht. Wie kann man denn die Fantasiefähigkeit sonst noch irgendwie erweitern? Hiermit auch, ne? Mit Lama malen. Huch! Da! Dori ist älter geworden. Was war Dori? Ein künstlerisches Kind sollte sie werden. Da Kreativität. Aha. Und außerdem gut sollte sie werden. Gut. Ein guter Vampir. Der zweite, das ist das, was Tinky Winky werden möchte. Tada! Und du kannst mal zur Toilette und dann kannst du auch ein Stück nehmen und genau, Tinky Winky, plauder mal noch ein bisschen weiter mit Caleb. Aber bald müsste es doch auch irgendwie möglich sein, Bitten zu verwandeln. Ja! Oh, ich finde das voll aufregend. Peluche. Ich mag Kuchen, du magst Kuchen. Komm, mach einen Vampir aus mir. Oh, der hat ja gesagt. Oh, ich habe das noch nie gesehen in den Sims. Jetzt reden wir über Flugzeuge. Sagt ihr vielleicht, es ist schwierig zu fliegen. Da kann man der Sonne nicht so ausweichen. Oh. Und du musst am Computer immer recherchieren. Komm, mach ihn zum Vampir. Und du musst deinen Sarg immer sauber halten. Ich mag Sterne. Warum? Der soll uns verwandeln. Oh, komm schon, bitte. Materialistisch, ja, aber komm, verwandel uns mal. Bitten zu verwandeln? Beißt du mich bitte? Oh. Jetzt wird er erst hypnotisiert. Oh, guckt euch das an. Das Geräusch war voll unheimlich.
Phoebe so: Caleb, wie oft soll ich dir noch sagen, dass du meine Leute nicht in meiner Küche beißen sollst? Geht dafür raus. Aber im Moment können wir noch normal essen, oder? Weil noch ist er nicht verwandelt. Das ist ja interessant. Das ist interessant. Und danach kannst du vielleicht mal ein bisschen über Vampire recherchieren. Genau. Huh, was war das spannend, meine Güte. Und Dori ist hier und ja, dann haben wir zwei Vampire von Caleb. Einen genetisch und einen umgewandelt. Ich frage mich, ob das irgendwie auch sowas ist wie bei Harry Potter Muggelgeborene und Reinblüter. Ob das irgendwie in Vampirkreisen einen Unterschied macht, ob man ein geborener Vampir oder verwandelter Vampir ist. Du kannst jetzt auch mal eine schnelle Dusche nehmen. Was möchtest du denn? Du könntest auch mal... Ah, warte, wir müssen sie auch noch in unseren Club der Selbsthilfe aufnehmen. Dori kommt mit dabei, weil dann könnte Dori danach vielleicht auch mal noch ein bisschen hier hinten spielen gehen. Vielleicht zusammen spielen, dann kann sie Tinkerbell mitnehmen. Ah, ist das spannend. Und Dipsy wurde... Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Caleb angefreundet hast. Er ist echt cool. Ich weiß das ja echt zu schätzen, ne? Aber man muss doch auch irgendwie sagen, also man müsste doch auch irgendeine Art von Sorge bekunden, oder? Wenn irgendwie ein Geschwisterkind auf einmal Vampir ist. Ah, und du kannst das jetzt, glaube ich, gar nicht. Dori und Tinkerbell sind soeben beste Freunde geworden. Oh, oh, wie süß. Kannst du vielleicht jetzt mal stattdessen dann Hausaufgaben machen? Nee, du kannst nicht auf dem Klettergerüst spielen, glaube ich. Und lass Caleb ruhig mal am Computer. Der hat dir gerade dein unsterbliches Leben geschenkt. Und du bist traurig, weil schlechtes Töpfchentraining oder so. Na gut, da kann man nicht immer was dran machen. Dann, ist doch mal was. Und Phoebe, schwangeres Weib, wie geht's hier? Du kannst das... das ist auch recht wertvoll. Das ist interessant. Das kannst du mal verkaufen. Danach kannst du vielleicht noch ein bisschen mal... deine Bedürfnisse sind ja noch echt super. Und ich mag irgendwie Phoebes neue Outfit. Keine Ahnung, ich finde, das braucht es ab und zu mal in Sims, damit man sich noch über Sachen freuen kann. Verkauft. Dann kannst du jetzt mal ein mittelgroßes impressionistisches Gemälde malen. Was könntest du denn mal machen ansonsten? Es gibt gerade gar nichts, was du unbedingt machen müsstest. Oder dann kannst du vielleicht mal eine Runde joggen gehen. Du bist doch so sportlich. Dori hat Level 3 erreicht. Das ist gut. Du machst Hausaufgaben. Das ist gut. Du isst jetzt was. Und Caleb spült für uns ab. Das ist wirklich mal ein Einsatz hier. So richtig aber. Erhalte eine Fähigkeit auf Level 3. Was haben wir denn schon auf Level 2? Charisma. Ich würde gern Vampirfähigkeiten auf Level 3 bekommen. Du kannst jetzt im Anschluss hiernach auch mal Vampirgeheimnisse recherchieren. Hausaufgaben fertig. Ich muss gehen, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, dass du uns verwandelt hast hier. Säubern. Ich wünschte, davon würde der Spaß ein bisschen nach oben gehen. Und wir müssen nächste Folge mal nach Forgotten Hollow und Plasmafrüchte suchen. Hm.
Dipsy hat gelesen, dass Vampire am liebsten in Särgen schlafen. Außerdem sind sie darin vor Sonnenlicht geschützt. Müssen wir einen Sarg für Dipsy dann anschaffen? Aber wo? Ins Kinderzimmer? Wobei wir haben im Moment auch relativ viel Geld. Vielleicht können wir auch irgendwo eine kleine kuschelige Gruft freischalten oder so. Du kannst danach, du kannst jetzt auch mal dieses Vampirbuch bestellen, Hasilein. Ups, Bestellungen. Bücher kaufen. Ach ja. So. Sachbuch würde ich mal behaupten, oder? Oder gibt es hier irgendwie Fähigkeiten? Doch, da, Fähigkeiten. Wo ist das Vampirbuch? Logik malen, mixen, programmieren, Raketenfähigkeit, Schelmfähigkeit, schreiben, Videospiele, Wellness, benehmen. Ha. Das sind einfach zu viele Bücher, die finden wir ja so nie. Ich habe jetzt leider eben auch gar nicht aufgepasst, wie das heißen muss. Steht das hier irgendwo? Vampirbuch. Haben wir eins im Inventar? Nee. Müssen trotzdem noch eins kaufen. Es ist alles nicht so einfach, Bücher kaufen. Sollte einfach nur Vampirbuch heißen. Ungefähr 12 Methoden für Techtelmechtel. Oh, das müssen wir für Phoebe kaufen. Aber ein Vampirbuch sehe ich jetzt hier nicht. Vampirgeheimnisse Band 1 steht da, aber das muss doch. Ich bin wahrscheinlich einfach blind. Oder es ist irgendwie noch nicht angekommen. Hier am Computer, dass wir es freigeschaltet haben. Es dauert ja manchmal auch so eine Zeit. Nee. Nee, kein Vampirgeheimnisse Band 1. Okay. Müssen wir dann mal schauen. Aber Phoebe, das habe ich nämlich durchaus gesehen, hat ein Meisterwerk fertiggestellt. Oh, das ist aber gar nicht so viel. Huch. Sei gegrüßt, mein Kind. Mein altes Plasma wittert, dass du erst vor kurzem verwandelt wurdest. Es wird ein paar Tage dauern, bis du dich komplett in einen Vampir verwandelt hast. Aber keine Angst, die Nacht erwartet dich. Sag das mal Tinkerbell, die wurde nicht zum Vampir. Vampir zu werden dauert ein paar Tage, verstanden. Okay, dann kannst du das auch mal verkaufen, Phoebe. An Kunstgalerie verkaufen. Machen wir das mal hier. Ja, das ist an Phoebe, aber wir haben immer noch. Ach, er macht Zusatzhausaufgaben. Wie nett. Wir haben immer noch nicht das Buch gefunden, ne?
Vielleicht muss man das auch an einem Bücherregal bestellen, aber haben wir denn? Wir haben, glaube ich, gar kein Bücherregal hier. Vielleicht sollten wir mein Bücherregal kaufen. Ich meine, es ist jetzt so, die großen Literaten waren diese Familie ja noch nie, aber ein Bücherregal kann man schon besitzen. Das ist ja nicht zu verkehrt. Ja. Dann ist Dipsy also Vampir, dann haben wir Dipsy und Dori. Dann haben wir bis Dori vielleicht herausgefunden, wie das geht mit dem Vampirsein. Wie das funktioniert. Wobei ich auch sagen muss, ihr habt mir da auch schon echt viele gute Tipps gegeben. Da kann ich mich echt nicht beschweren. Nehmen wir mal einfach so was hier. Vielleicht können wir es ja jetzt da bestellen. Oder vielleicht ist es jetzt da drin. Nö. Oh, warte, warte, warte. Ich hab's gesehen, da war so ein extra Ding, ne? War so ein extra Ding, ich hab's gesehen. Vampirbücher kaufen. Und irgendein Festival ist in der Stadt, ich merke es. Das Romantikfestival wieder. Warum bist du traurig? Immer noch wegen schlechtem Töpfchentraining. Ach, Schatz. Dann kannst du danach Kasper mal ins Bett bringen. Oh, und wir müssen auch noch ein zweites richtiges Bett kaufen. Wir haben jetzt zwei Kinderbetten. Hatten wir für eine Nacht und jetzt haben sich, ups, die Ereignisse schon wieder, hat sich schon wieder alles verändert. Dann, wo ist denn noch ein Kinderbett? Bam. Damit Dori auch irgendwo schlafen kann. Und ja, alles sehr, sehr spannend. Ich weiß gar nicht, kann der im Moment noch normale Sachen essen? Hat denn irgendwas anderes bei sich, was er essen könnte? Nee, aber er kann auch noch keine Sims beißen, weil er ist ja noch nicht verwandelt. Phoebe sitzt einfach hier. Okay. Wir können hier auch mal nach den Gruppenpunkten schauen. Wir haben echt viele Gruppenpunkte. Das ist echt krass. Oh, es gibt inzwischen einen Bowling-Bonus. die Boni. Hier haben wir schon alle. Was ich auf jeden Fall gerne kaufen möchte, ist beliebte Gruppe, weil das stimmt. Wer möchte nicht gern in der Selbsthilfegruppe sein? Hallo, jeder möchte das. Jeder. Dann. Was für Fähigkeiten könnten wir denn sonst noch? Comedy-Fähigkeit könnte man noch leichter lernen, vielleicht. Ich glaube, die Kinderfähigkeit haben wir jetzt alle, ne? Vielleicht die Computerspielfähigkeit könnte man bei uns leichter erlernen. Die Kinder sind glücklich bei uns und konzentriert bei uns. Und was denn sonst noch? Gartenarbeitsfähigkeit lernt man auch schneller. Das gibt es leider nicht mit der Vampirfähigkeit, ne? Das ist ein bisschen schade. Aber ja, und eine Kapazitätserweiterung brauchen wir zwar eigentlich nie, aber warum nicht? Haben wir jetzt auch, weil wir sind die Besten. Okay. Schließt das hier mal. Ja, dann bin ich mal gespannt, was sich Tinky Winky in den nächsten Tagen so, was da so passiert. Definitiv. Ich mache das jetzt hier gerade mal so ganz flott und ja, ich beende die Folge hier.
Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!